Beim Laufen kann ich einfach den Kopf abschalten und einfach nur wirklich nur laufen und auf meinen Körper hören. Das fasziniert mich beim Laufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen anstrengenden Unitag hatte, ziehe ich meine Laufschuhe an, gehe eine Runde laufen und der Kopf ist frei. Ja, ich bin der Arthur, relativ neu als Markenbotschafter bei Mizuno. Ich studiere hier Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau und bin 1500 Meter Läufer mit Tendenz nach oben. Angefangen hat bei mir alles mit der Schwimmerei. Ich bin mit 5 Jahren bin ich zum Schwimmen gekommen und habe dann relativ schnell auch leistungssportmäßig betrieben. Mein größter Wunsch war es, dann auf die Sportschule zu kommen. Und bei der Sichtung wurde mir leider gesagt, dass ich zu klein bin für Schwimmen. Und dadurch, dass ich jetzt schon damals nicht schlecht laufen konnte, habe ich mich bei der Leichtathletik beworben und kam dann auf die Sportschule in Cottbus. In Cottbus war das Training relativ ähnlich. Ich hatte bloß, sag ich mal, im Schnitt 9 bis 10 Trainingseinheiten. Und seitdem ich in Leipzig bin, ist es in der Belastungswoche 11 bis 12 Trainingseinheiten. Aber vom Trainingspensum her ist es relativ ähnlich zu Cottbus. Dadurch, dass ich halt durch die ganzen Lehrgänge vom Bundeskader aus größtenteils der Trainingsgruppe schon kannte und auch meine Kumpels sind, war vieles für mich relativ einfach, mich da in die Trainingsgruppe einzunehmen. Und die Jungs haben es mir auch echt erleichtert und auch die Mädels, die haben mich immer freundlich begrüßt und auch herzlich in die Trainingsgruppe aufgenommen. Liebsten Inhalt sind immer natürlich die Tempoläufe. Da kann ich mich auspowern. Was ich nicht so gerne mag, sind ja, die Sprints Inhalt, weil Sprint liegt mir nicht so und da muss ich mich schon anstrengen, mit den Jungs mitzuhalten. Na, ich bin schon sehr ehrgeizig und ich denke mal, jeder Sportler hat mal einen Traum, einmal bei Olympia dabei zu sein und das ist auch mein Traum und daraufhin arbeite ich jetzt. Warst du auch schon einmal international im Einsatz für Deutschland im Trikot, stimmt das? Das stimmt, das war 2018, wenn ich mich richtig erinnere, in der Halle. Bei den deutschen Meisterschaften, ich war natürlich aufgeregt. Aber ich habe mich auch riesig gefreut, mal die Nationalflagge auf dem Trikot zu haben. Und es war auch für mich eine große Ehre. Na, es ist halt genau, eigentlich ziemlich genau ein Jahr her, wo ich meine Meniskus-OP hatte. Für mich stand es nie zur Option, irgendwie aufzugeben. Deswegen bin ich am Ball geblieben und ich hatte eine gute Betreuung. Die Reha verlief alles nach Plan und ich konnte auch relativ schnell mit dem Laufen wieder anfangen. Na, erstmal habe ich mir vorgenommen, wieder an die deutsche Spitze ranzukommen nach meiner Verletzung und für nächstes Jahr, wenn es klappt, dann international in der U23 anzugreifen.